Was geht ab, meine OZ-Fighter Osario, und heute wieder mit den Big Brain Plays. Versuchen wieder zwei Missionen auf einen Schlag zu schaffen. Mit einem Ream of Gods und Transformation Boost Team, Freunde. Alle Charaktere, die ihr hier seht, sind in Ream of Gods und Transformation Booster Renio. Heißt, falls sie es schaffen, dieses Team ist jetzt im Vergleich zum Versuch mit Full Power und Pure Saints schwieriger zu schaffen, weil viele Charaktere, die sind in der letzten Stage, die können noch nicht mal dodgen, zum Beispiel Gogeta Blue zum Beispiel nicht und so weiter fort. Und an sich sind sie ja nicht so tanky wie das Team zuvor, aber wir versuchen es einfach, Leute. Einfach versuchen, mitnehmen, annehmen, gucken, was geht. Ich werde wahrscheinlich Zamasu nicht komplett transformieren, bis zu einem bestimmten Punkt, also mit dem Active Skill, weil, wenn ich ihn in der zweiten Form lasse, dann hat er eine 40%ige Damage Reduction. Und wenn ich mit dem Active Skill transformiere, dann hat er nur noch eine 20%ige Damage Reduction. Das Gute an Zamasu ist aber, er heilt uns auch. Er heilt uns auch. Mit der ersten Transformation 10%, wenn wir unter 80 und drunter sind, glaube ich. 10% hier. Versuchen wir es mal, let's go. Oh, Additional Attack. Mein Zamasu hat einen Dupe, der Friend hat. Ist auf 100%. Der Friend ist einer von uns. Wer war es nochmal? Future Gator, glaube ich. Shoutout an euch auf jeden Fall. Okay, oh, sehr schön. Und in Goku Black, den Boy. Ah, ich will eigentlich auch mit Ding ulten. Verdammt, mit Transforming Goku, aber. Der ist, kommt, wird nicht dazu kommen. Es wird nicht dazu kommen. Egal. Ja, ja. Die Charaktere müssen halt hier an der Stelle. Oh. Wieso ultest du den? Ah! B. Egal. GG. Meine Charaktere müssen alle attacken, Super Attacken. Vor allem der Boy erhöht seine Verteidigung durch die Super Attack. Und Goku Black Int. Das wollen wir und müssen wir annehmen. Ansonsten muss ich versuchen, mit Items, solange es geht, zu geiern. 2K, erste Runde, genau das. In Goku Black hat Dupes, doch ein Dupe hat er. Habe jetzt 7 Mal hintereinander im Future Gone Revamp Stage 6 keinen Char bekommen. Boah, das ist echt krass. Stage 6, wer droppt da nochmal? Wen willst du da ziehen? C18, oder? Oder C17? Bei Glow kann man erst in 4 Tagen wieder Stones haben, nicht Starts farmen. Ja, leider. Hoffentlich wird das nicht wie Future Super World. Please keine 10 Versuche oder so. Nee, nee. Flows, guck mal. Wir haben ja Items. Prepare for Battle ist für dieses Event auch sehr wichtig. Definitiv. Jetzt, geh mal hier in den Ohren ran. Lass uns mal hier fusionieren. Dritte Runde, easy. Bam. 40% Damage Reduction, 10% Heal. Nehme ich alles mit. Double Heal. Nehme ich sowas von mit. Wäre es nicht besser für dich, wenn du Kategorie 1 machst, 6 Contents? Ja, nein, nicht wirklich. Das ist so gesehen auch Content, indem ich 2 auf einmal versuche. Ich kann ja trotzdem noch die einzelnen machen, denn wenn ich es einzeln mache, habe ich ja den Vorteil, dass ich mehrere Charaktere und bessere Charaktere oder eine größere Auswahl an Charakteren habe. Aber für all diejenigen, die es dann auch so leisten können, so wie ich, 2 auf einen Schlag mitnehmen, annehmen. Was begrüßt du, was wir zu Helden bekommen? Global wird bestimmt LF Full Power Freezer kommen. Ja, gehe ich sehr stark davon aus. Big Brains Content. Welche Dokkan-Ulz findest du am besten? Oh, da gibt's schon viele. Die von Piccolo ist mega. Oh, der schon so früh transformiert er sich. Ah, nicht transformiert ist er defensiv stärker, aber egal, nicht schlimm. Die von Piccolo ist geil. Oh, ja, Goku, sorry, aber das wird heute nichts mit dir, mit Angriff und Verteidigungsdecken. Nun musst halt gucken, wie du zurechtkommst später. Kein Thema, Niklas, alles gut. Hat Zamasu nicht transformed auch Damage Reduction? Ja, aber nur eine 20%ige, also nach dem Active Skill. Zuvor, also so wie ich ihn jetzt lassen werde, 40%. 20% sind kaum was. Dann lass ich lieber die 40%, wenn ich ehrlich bin. Und dann, wenn ich nach und nach, also wenn ich, wenn Uigoku nur noch einen Balken, zwei Balken hat, dann tue ich sie natürlich mit dem Excel transformieren, das ist dann mein Finisher-Move, so gesehen. Genau. Ich glaube, LSDK wird zu Elwin kommen, weil zu Elwin ist bis jetzt immer ein LL kommen. Ja, aber vergiss Ding nicht. LL Full Power Freezer. Und der ist eigentlich der Nachname Goku. Könnte aber sein. Oh, mein... Gogeta.
Warte mal, mein Gogeta. Wie viele Dupes hat der Boy eigentlich? Annehmen, ein Dupe. So, das gefällt mir noch, was ich hier sehe, auf jeden Fall. Ich würde aber gerne langsam mal einen Dokamot vorbereiten. Ja, El Piccolo kannst du auch nicht vergleichen, Kianosch, aber ich weiß, was du meinst. Das Digimon Gatching habe ich nicht gespielt, nee, wie ist das? Hab seit 300 Millionen Celebration ca. 1800 Stones verballert und keinen einzigen neuen Char bekommen. Oh, das ist Müll. Das ist Müll, deswegen brauchen wir Step-Ups, Elite-Rates, Garantien und so und so fort. Komm, oh, die Super-Deck ist vom Manga. Richtig geil. Richtig geil. Sind LSDK auch in der Super Saiyan-Kategorie? Ja. Achso, Super Saiyan. Sorry, nein. Ich habe zuvor ja gesagt. Ich hab Pure Saints gelesen. Eigentlich nicht, weil Kalifla Super Saiyan 2 ist, aber ich müsste nochmal nachgucken. Es sei denn, ihr guckt kurz nach, bitte. Aber ich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die in Super Saiyan 2 ist. Und Kalis hat irgendwas anderes. Keiner weiß, was die ist. Berserk warum irgendwas annehmen. Ja, das ist jetzt das mit dem Vegeta. Jetzt hat er kein Prepare for Battle für die eine Runde. Man merkt's. Ne, die sind beide Super Saiyan, genau. Ne, die sind nicht. Die sind sicher nicht. Sonst hätte ich hätte das. Ich wüsste das. Weil sonst könnten wir brutal Name Goku Team auch bauen, ne? Mit denen. Die sind nicht, ne. Danke. Toni, was geht nicht wie bei dir? Gokus Challenge mal, Boy. Komm ran. Level. Evo Vegeta ist so ein verdammt guter Charakter. Bis heute noch. Er ist in 10 Kategorien, in jedes Team, in den du reinsteckst, macht er seinen Job einfach perfekt. So. Der hat die Links, die er braucht, um sich mit jedem zu linken. Er ist einfach krank, Mann. Greift so oft an, selbstständig, krittet selbstständig. Ich bin so froh, Alter, dass diese Karte rausgekommen ist, ohne Spaß. Richtig gute Karte, über all die Zeit. Oh, jawoll! Jawoll! Jawollo! Ningen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Finde ich auch ein bisschen schade an Zamasu Supreme of Gods Team mit Zamasu bei Rosé's Tag für Zamasu und Goeta Tag Goku und Zamasu kriegt bei der Fantasy immer ganz gut schön. Ja, auf jeden Fall. Das ist alles, was ich meinte so. Auf lange Sicht ist Tag Trunks definitiv besser, also wenn das Event länger geht. Bei kurzen Events ist Zamasu besser, weil der ist halt krank gestört. Bei dem musst du nicht sacken und so, wenn du den mit Excel Transformist anmachst, er sofort richtig gut Schaden. Aber er bekommt gut Schaden, genau. Oh no! Alter, diesen Heal nehme ich so. Heal mich! Aber den Dokamod will ich nicht aktivieren. Dokan, please. Jawoll. 4,1. Marboy einfach. Das ist Marboy. Synchro mit Implex auch eine stabile Rotation, auf jeden Fall. Guck mal, wissen wir, als Strength. Oh, das könnte weh tun. Als Int Goku Black damals rauskam, wurde ja wurde schon gut overrated, sag ich mal. Aber das ist nicht seine Schuld gewesen, weil er kam zu einer Zeit raus, in dem es nichts gebracht hat, dass seine Verteidigung greatly erhöht die ganze Zeit. Aber sobald Goku's Challenge rausgekommen ist, Junge, er hat alles komplett gedreht. So komplett brutale Karte. Also mit Overrated meine ich, by the way, vom Schaden her oder vom was er drauf hat, weil Strength Goku Black hält mit ihm mit sogar, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Schaden, aber es geht ja nicht nur um Schaden. Aber zu damaligen Zeit war das halt so, sag ich mal. Aber jetzt mittlerweile, boah. Hat Zamasu ohne Potato für so ein auch Damage Reduction? Oh, ich denke nicht. Das
glaube, er hat nur Attack und er 100%. Kann das sein? Ich guck mal gleich nach. Wen greift er an? Inko Black, ne? Ja, nehme ich an. Strength Rosé ist mit Tech Blue damals rausgekommen, oder? Ja, genau. Hast du mitbekommen, Gerard Ponita Typ Psycho wird es nur im Pokémon Schild geben. Pokémon Schild wird sowas von gut. Ja, auf jeden Fall habe ich mitbekommen. Sache ist die bei, wir haben es auch vorhin angesprochen, Gerard Ponita. Sieht einfach aus wie ein Fee-Pokémon, Einhorn, aber hat nicht den Fee-Typus. Ich habe ja immer noch die Hoffnung. Oh je. Das. Oh je. Dass Galoppa eventuell den Feentyp noch bekommt. Oder vorhin hat es jemand angesprochen, sehr interessant. Falls sie die Ponita zum Pegasus machen. Psychoflug hätte auch was. Also Galoppa dann im Endeffekt, ne? Sehr interessant. Was geht ab, Albion Master? Ab wegen Name Goku Banner Treffo Goku Treffo Trefelgalo. Transform Goku auf 100%, aber ich weiß gar nicht, shit. Serien, was? Discord meinst du? Sorry, ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Hab Strength Rosé im Traum mit Down Celebration. Okay, Rainbow. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Galoppa, Psychofee annehmen. Definitiv. So, jetzt ist langsam heikel, ne? Was sagt ihr? Wen sollte man durch die Red Coin Zone am besten Dokkan Fest LR? Ich finde so allgemein gibt Dokkan zu wenig Content bei Level 24. Das kann ich verstehen, kann ich verstehen. Bin Global Player, kann ich verstehen. Guckst du Supernatural? Nee. Rosé soll einfach so oft ulten, wie es geht. Junge, komm mal ran, Alter. Konosamos. Anifem, ich grüße dich mal, Boy, was geht ab? Oder Galoppa bekommt einen weiteren irgendwie Galar Geigerdax. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das hätte was. Genau, Zamasu hat nur... Ah ne, der hat den Damage Reduction sogar. Attack 100%, Damage Reduction 40% und wenn die HP 70% und tot sind, heilt er sich um 7%. Okay, nice, nice, nice. So, apropos Damage Reduction jetzt. Ho, das könnte schon wehtun hier an der Stelle. Danach sind wir schon bei Ultra Instinct Goku. Omen, also sein Ultra Instinct sein. Beim Strength. Hier, brette den einfach mal zur Seite, bitte. Junge, schluck das. Die Faust. Super Decks tun halt immer weh, ne? Autodecks gehen auch, Gott sei Dank. Dragon Ball Z Episode 6 habe ich noch nicht gesehen, ne? Ist es heute rausgekommen, oder wie? Muss halt so auf 7 Stores von Sachen login hoffen, hab's 42. Oh, kommt hoffentlich. Legit der letzte Ding auf Erden, oh man. Lohnt sich alle Insta mit Red Coins? Bevor ich mir alle Insel holen würde, würde ich mir definitiv einen der anderen holen. Außer vorweg Elegon Goten, falls ich alle anderen hätte. Jetzt Kakaroto. Wieso hast du keinen Prepare for Battle, my boy? Du hast aber Glück, dass ich Gogeta im Team habe, ich sag's dir. Oh, Rosé hat wenig Verteidigung dennoch. Der hat gar nicht mal so viel. Ich muss mit dir noch weiter stacken, ey. Oh oh. Wer ist besser, ich Zamasu hingestellt? Okay. Zack, komm du mal her. Bababababam. Einfach runterschmeißen. Komm ran, ich bin Dokkan. Ciao. Seine Superdeck ist so geil. Oh mein Gott, ey, die Superdeck ist gestört. One Piece Film habe ich gesehen? Ja, zweimal sogar. Ich war zweimal drin. War geil. Sagst du sie fighters noch? Fighter sie meinst du? Sehr selten. Lange musst du doch auf LRG warten, oh mein, vielleicht wird es dieses Jahr der Fall sein. Vielleicht. Weil die Sache ist folgendermaßen. Also dieses Jahr wird ja noch ein Tanabata-Banner kommen, in dem die Dokkanfest LR featured sein werden. Okay, jetzt musst du ein Item aktivieren. In dem die Dokkanfest LR featured sein werden. Die Sache ist jetzt, guck mal, in JP, im Tanabata-Banner auf JP. Da hatte Elegon Goten seinen ersten Release. Und deswegen war er nicht im Shop durch die Coins zu holen, logischerweise. Also er kam in seinem eigenen Banner und dann im Tanabata-Banner.
Auf Global gab es ihn schon. Und wenn auf Global das Tanabata-Banner dann genauso wie auf JP ist, dann ist das Elegoan Root ein zweites Erscheinen. Heißt, eigentlich sollte man ihn mit den Coins holen können. Andere Sache ist jedoch, was machen sie mit Guan und Cell? Guan und Cell sind auch schon draußen. Werden sie im Tanabata-Banner sein? Nee. Wird das Banner anders aussehen? FIFA Rook und Vegeta müssen eigentlich drin sein, weil die auch diese rauskam. Ich bin so drauf gespannt, was sie mit dem Tanabata-Banner auf Global machen werden. Ich bin richtig drauf gespannt. Okay, so. Oh. Okay, nehme ich an. Nehme ich sowas oder dann easy. Guck mal, wir haben Typenvorteil mit Samas Damage Reduction annehmen. Rosé soll hier ulten. Mein Dokamot will ich aufbauen. Sehr gut. Wann machst du wieder so ein Legend of Saints Karten-Opening? Legend of Saints? Meinst du Dragon Ball Super? Ach, Sword of the Saints! Nee, ich warte auf die Jeffbox, die will ich öffnen. Die ist in Amerika schon draußen, aber bei uns doch nicht. Ich kann sie nicht kaufen. Ich will als nächstes die Jeffbox öffnen, als nächstes Pack-Opening von Dragon Ball Super Karten. Ich warte darauf die ganze Zeit. Ich weiß, es ist mir auch selbst schon zu lang her, dass ich das letzte Mal Dragon Ball Karten geöffnet habe, aber ich warte darauf. Heute erstmal bei Namco gezogen, den ich bekommen. Sehr schön, gratuliere. Machen wir gut zusammen nach diesem Event. Hab leider keinen Multi. Ich hoffe, die geben auch andere Pokémon aus anderen Regionen in geiler Form. Ja, wäre gern. Mit welchen Coins kann man LSCK kaufen? Mit den gelben. Den gelben Coins. Oh, Additional Attack, sehr schön. Ich mache nur die Gokus Challenge Stages, ja. LRG ist der Dokkan Fest LR, den wir den wenigsten haben. Hab ihn im ersten Set bekommen. Korrekt, sehr gut. Oh, okay, korrekt. Das ist eine gute Aufstellung. Dieser Goku da hinten, ey. Wieso hast du keinen Prepare for Battle? Wenn Lenz mal mehr Dragon Ball Charaktere raushauen, wird das Spiel so krank auf. Ja, ja, da kommen noch sehr geile Charaktere, mein Boy. Wisst ihr, wann Legends wieder richtig Hype haben wird, wenn die Vierfachen kommen? Ich sag's euch jetzt schon. Das Legendary Goku ist so geil, da ältere Schutzzeuge hier mehr scheinen richtig können und man muss es sich anders an das Event rangehen, richtig, um es schaffen zu können, richtig. Glaubst du, die bringen irgendwann den Goku und Vegeta Super Saiyan Blue 100% in die Manga-Waren auch so kann? Das wäre tatsächlich richtig geil. Das wäre tatsächlich richtig geil. Es klappt mal, Boy. Hau rein, Mate. Ich hoffe, dass Super Saiyan Goku auf Legends kommt. Ja, das wäre geil. Gerade ein Single LR Goku bekommen. Gratuliere dir. Oh, sind Tickets. Okay, kommt mit seinem Edition Attack ran hier an der Stelle, der Boy. Er will ihn packen. Zack. Er bekommt aber auch gut Schaden. Oh je, die letzte Runde. Da müssen wir sehr gut mit Items umgehen. Boah, überlebe ich das, wenn ich kein Item aktiviere? Kommt halt drauf an, wer die Ulti bekommt. YOLO sagt dir ja, ich weiß nicht. Jare. Hier kann ich noch dodgen potenziell. Let's go. Wenn Inkoku Black die Ulti bekommt, sind wir raus. Okay, Samasu bekommt auch gut Schaden. Ich nehm's zurück. I don't wanna know. Wieso? Jetzt kommt's auf die Dodges an, Freunde. The Dodges. Please, Gogeta Blue. Autodex sollte man eigentlich überleben. Das sind die Dodges, Freunde. Das sind die Dodges. Aber jetzt kann ich schön mein Item aktivieren. Das gefällt mir. Weil den Chanson Vegeta will ich drin halten. Oh, reicht dieses Item? Boah, ich weiß es nicht. Wir genießen einfach die Show. Wir haben schon sehr viel XP, ne? Hab ich gerade gemerkt. Er darf halt nicht dodgen. Sehr schön. Ich hätte nicht mal ein Item aktivieren müssen wahrscheinlich. Diese Runde, verdammt. Aber ich kann nicht hell sehen. Oder?
Ja, ich kann nicht hell sehen, was soll ich machen? Aber wir haben gute Items für die Let's Stage. Oh, wir hätten echt keins aktivieren müssen. Wir haben aber sehr gute Items, so. Okay. Okay. Jetzt. Jetzt passt man auf. Ich habe nächste Runde schon so wie die nächste Runde so ein. Die nächste Runde sieht katastrophal aus. Oh mein Gott, wie soll ich das überleben? Ich weiß gar nicht, ob ich Whis jetzt aktivieren soll oder ein Ghost Usher und dann nächste Runde Whis. Ich denke eher Whis, diese Runde würde. Wenn ich jetzt Ghost Usher aktiviere, bekommen alle drei in der nächsten Runde auch diesen ganzen Angriffe. Aus der nächsten Runde würde Gogeta Blue am meisten Schaden bekommen. Wenn ich jetzt Whis aktiviere. Ich mache jetzt Whis. Diese Runde hat zumindest Zamasu mit einer Damage Reduction. Goku Black hat eine gute Defensive und Goku Blue auch eine sehr, sehr kleine Damage Reduction, sag ich mal. Also diese Runde ist vorteilhafter als die nächste. Ich habe Boost aktiviert, oder? Ich glaube schon. Ja. Somas, ey Rosé, das ist so eine geile Karte. Ne, ich spiele keine Shooter Games. Ahahaha. Aus Sidestones habe ich alle Ernst gezogen. Das ist geil. Natürlich, ich hatte Level of Gegeta Dodge. Das geht leider nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr dodgen. Ultrans, auf dieser Phase können meine eigenen Charaktere nicht dodgen. Oh, okay, gut, dass sie ihn angreift. Oder? Ist das wirklich so gut? Ich bin so gespannt. Jetzt müssen wir die Items klug einsetzen. Und er darf nicht so oft dodgen. Wir müssen ihn auch gut treffen. Okay, das ist okay, diese Konstellation gefällt mir sehr gut. Weil Gogeta bekommt da hinten nur einen Angriff und ich habe Whis aktiviert. Jetzt würde ich sogar eigentlich kein Heal-Item aktivieren. Weil ganz links bekomme ich sehr viel Angriffe. Vegeta bekommt 2 mit Whis. Der sollte gut tanken eigentlich. Ah, so gut eigentlich auch nicht. Doch, ich mache das so, weil nächste Runde. Ah, wieso kann Gogeta nicht ulten, Mann? Ist nicht gut. Ich hab den Black nächste Runde, ne? Ja. GG. Doch, ich werde es so versuchen. Ist halt die Sache, wenn Gogeta oder Evo eine Ulti bekommen, wird das schon wehtun, trotz Whis. Aber, worauf ich jetzt hoffe, ist, dass ich so in die nächste Runde gehen kann, dann aktiviere ich einen Ghost Usher, dann habe ich meinen Dokamo, dann heal ich mich. Dann habe ich so eine Runde über. Hatte ich eine Runde für mich quasi. Aber Gogeta kann nicht dodgen, Leute. Der kann ihn nicht mehr dodgen. Wenn Gogeta oder Evo eine Ulti bekommt, das wird wehtun. Das wird definitiv wehtun. Ich habe nicht mehr so viel HP. Der hat nicht geultet. Princess Snake hätte ich aktivieren können. GW, lieben Dank für dein Subscribe, mein Boy. Was geht ab? GW 1989, vielen Dank. Dankeschön. Okay, er hat bis jetzt noch nicht keine Superdeck gemacht. Oh, sehr schön. Perfekt, weil jetzt aktiviere ich schön meinen Ghost Usher. Okay. Ghost Usher aktiviert ich, weil danach kriege ich mit dem Dokamon. Aber, sehr schön, ich habe auch Big Bad Bosses. Mit wem greife ich an? Boah, ich glaube, ich lasse den 100%, dann machst du hier Ding. Dokamode machen. Ich aktiviere, glaube ich, sein Active Skill, oder? Dann könnte ich ihn zwar mit dem linken, aber. Dann würde trotzdem Rosé den Dokamode. Doch. Oh, okay. Ich greife mit Black an.
Ich aktiviere aber den Axel, dann linkt er sich mit dem anderen Rosé. Oh, der Axel sieht so geil aus. Das sieht einfach so geil aus. Ist vielleicht ein bisschen früh, aber wir haben Doka-Mode. Rosé erhöht jedoch den Angriff der Extreme-Class verbündeten. Heißt, der wird auch gut Schaden machen. Und der linkt dann auch mit dem. Den anderen werde ich nicht transformieren vorerst. Oh, das sieht so geil aus einfach. Das sieht so geil aus. Nicht nächste Runde. Nächste Runde ist immer eklig. Oh mein Gott, was für eine geile Rotation. Boah, wie mächtig. Wie mächtig diese Rotation ist. Komm, Goku Black, Kritte. 50-50. Diese Rotation ist so heftig. Runter mit dir, Junge. Zack. In dein Gesicht. Nice Crit, du Flasche, Alter. Plan ist einfach nicht aufgegangen, weil er gedodged ist. Welcome to Dokkan Battle. Hier aktiviere ich einen Whis, definitiv. Junge, wieso hast du, kleine Ratte, da rechts kein Prepare for Battle, Mann? Wegen dir kann ich nicht ulten, ey. Ich habe Boost aktiviert, gell, ja. Moin, was geht ab, mein Boy Opelix? Sehr schön, der greift Vegeta an. Sehr, sehr gut. Oh, easy, Leute. Sieht gut aus bis jetzt, will man nicht sagen, aber... Bis jetzt sieht es gut aus, definitiv. Oh, okay. Ja, der darf halt nicht dodgen. Er darf halt nicht dodgen. Pff. So, Whis ist aktiv. Whis ist zwar aktiv, aber ich könnte hier sehr gut Schaden bekommen, denn oh mein Gott, wenn ich das da hinten schon wieder sehe, dass ich da nicht ulten kann. Ich hab... Whis ist aktiv. Ich würde aber glaube trotzdem gerne Princess Snake aktivieren. Ich glaube, ich mache das. Princess Snake, dann hätte ich noch eine Runde mit Ghost Ash und dann hätte ich noch einen mit Hat zum Heilen. Princess Snake gibt mir 30% Damage Reduction. Eine Super Attack auf Gogeta oder Zamasu werden wehtun. Und der greift echt oft an. Ich mache Princess Snake. Sieht eigentlich gut aus. Wer ist da nicht so als drin, Mann? Wieso kann ich nicht mit ein paar Charakteren ulten? Regt mich das auf, ey. Ich hab mir die Ops wieder so beschissen hingelegt, ey. Unglaublich. Gute Nacht, mein Boy, hau rein. Danke für den Crit, sehr wichtig. Alter, komm mal, ich brich dein Gesicht jetzt zu und ich zeig dir, wie dein Gott aussieht. Alter, sag mal, du bist so mächtig, bitte. Wie, ich hätte so Angst vor dem Palm. Oh, sehr gut, dass wir Princess Snake aktiviert haben, Mann. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Schilalalalala. Junge, jetzt sag mal gar nichts. Stiss der Almighty Ultra Instinct Goku. Oh je. So Leute, und hier aktiviere ich ganz schön einfach ein Ghost Asche, Alter. Genau das nehme ich an. Wenn er jetzt alles dodgt. Junge, wo? Shit. Wie verschiebe ich jetzt die Ops, dass er auf eine Ulti kommt, Samas? Geht, glaube ich, gar nicht gescheit. Das sind zwei... Wow, Alter, ich liebe dieses Spiel. Ja.
Oh, ich hab Ding. Ja, ich jetzt. Der bekommt. Nee, nee, ich hätte nichts gebracht, wenn ich einen Excel aktiviert hätte. Der bekommt er nicht selbstständig Key oder so. Bekommt der Key? Ich wollte gerade fragen, Murph. Ich weiß gar nicht, ich hab's vergessen. Ich glaube aber nicht, oder? Der jetzt einmal gedodged hat, der Penner. Guck mal, überleg mal, ich hab deswegen verloren. Oh, Additional Attack, sehr schön. Ah, er bekommt selbstständig hier. Echt? Alter, total vergessen, ey, ohne Spaß. Danke fürs Erinnern. Aber es hat auch so gereicht. Sehr schön, sehr schön. Freunde, Big Brain Plays. Wieder zugeschlagen. Was haben wir gemacht? Transformation Boost und Realm of Gods. Richtig geil. Oh mein Gott, dass das geklappt hat. Richtig genial. Lass mir ganz kurz das checken mit Samas, weil ich hab's echt vergessen. Muss mir merken. Key plus 4, gibt dir. Ah, gut, 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 Freunde. Ja, 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 genau Disney Plays. Aber es hat tatsächlich geklappt. Vielen Dank, als ihr zugeschaut habt. Da sind die Missionen, die wir uns abholen, damit ihr auch seht, okay, tatsächlich Realm of Gods und Transformation Boost. Ja, danke fürs Zusehen. Dann haben wir weitere Stages oder weitere Missionen vom Goku Challenge geschafft. Dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace.